Ja, Ferienzeit, da freuen sich die Kinder immer. Ich habe mich auch über die Ferien gefreut, weil man musste nicht in die Schule. Aber was macht man, wenn lange Ferien sind? Langsam wird dann manchmal der Tag doch etwas langweilig. Und der Stadtjugendring von Worms veranstaltet Ferienspiele. Und die Winterferienspiele standen in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Motto. Und welches? Das wissen meine Studiogäste. Wir haben die Anna-Marie Piel. Sie ist vom OK Ludwigshafen. Und dann haben wir die Emily und die Marie. So, erzählt ihr uns mal, was habt ihr dann für ein Thema gehabt für eure Ferienspiele? Also im Gerätserat, also es wurde eingebrochen. Das Thema war Tatort, das wollte ich sagen. Das Thema war Tatort. Genau, und das war so das, was passiert ist. Es wurde eingebrochen und dann haben wir einen Fall gelöst. Ah, gut. Wer hat denn das Ganze organisiert? Das wart ihr vom Stadtjugendring? Genau. Macht ihr das jedes Jahr? Ja, zweimal pro Jahr. Es gibt einmal die Herbstferienspiele und einmal die Winterferienspiele. Und im Sommer? Im Sommer gibt es keine Ferienspiele von uns zumindest. Wenn man sowas vorbereitet, wo kriegt dann die Kinder oder wie schreibt ihr das aus oder wie kommen die Kinder zu euch? Wir haben die Ferienspiele, gibt es schon seit 2018. Aber so in den letzten Jahren ist es immer so gewesen, dass es sehr schnell immer voll ist, weil wir von den vorherigen Jahren immer so eine gute Erfahrung, Eltern mit guten Erfahrungen mitkommen und dann das durch Worte weitergetragen wird. Wie ist das, wenn ihr dann sucht ihr oder besprecht ihr erstmal ein Thema, bevor ihr dann mit den Kindern loslegt? Immer nach den Ferienspielen besprechen wir ein neues Thema und was wir machen wollen. Und haben dann immer Online-Sitzungen, hauptsächlich wegen Corona. Vorher haben wir uns auch immer im echten Leben getroffen. Aber natürlich besprechen wir uns immer und dann gibt es Leute, die für verschiedene Themen, für verschiedene Tage verantwortlich sind. Und dann wächst dieses Programm immer von selbst. Jetzt gehe ich mal davon aus, du machst das nicht allein. Wie groß ist denn dein Team? Also das ist nicht mein Team, ich bin ein Teil vom Team. Ja, gut, wie groß ist denn das Team überhaupt? Von den Ferienspielen. Es kommt immer drauf an, wir haben meistens 5 Gruppen und dann gibt es Hospitanten und Gruppenleiter. Also es ist schwierig zu sagen, aber vielleicht so 15 bis 20 Leute. Und machen die alles dasselbe oder habt ihr verschiedene Sachen, was immer, Filmen oder Sport oder so? Jeder kann sich einbringen und ja. Ja. Die Filmcrew ist halt nochmal was Besonderes, weil dieses Jahr zum Beispiel haben die Kinder sehr viel selbst machen dürfen, durften Schauspielern und haben ihr eigenes Konzept mitentwickelt. Ich hatte ein Konzept zum Vorgeben, aber habe da auch sehr viel auf die Kinder mich verlassen müssen, weil so viele Sachen auch nicht so sein konnten, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Genau. Bist du denn auf das Thema Tatort gekommen? Es hat sich so entwickelt. Es gibt immer nach jedem Ferienspiel Vorschläge und dann wird sich für ein Thema entschieden und dann haben wir dieses Thema dann auch genommen. Und wie viele haben denn da jetzt im Filmteam, wie viele haben da mitgemacht? Sag mal, wie viele waren wir nochmal? 6. Ihr beide und dann noch 4 andere, oder? 6. Genau. 6 insgesamt. Und da gab es Schauspieler, Kameraleute. Ja. Was hast denn du gemacht? Also ich wurde gefilmt. Also du wurdest gefilmt, was hast du noch gemacht? Hauptsächlich, wir haben Schauspieler zusammen sozusagen. Schauspieler. Und die Emily, was hast du gemacht mit der Filmcrew? Das Gleiche. Ja. Auch geschauspielert und? Ja. Ja, aber ihr konntet auch mal die Kamera ausprobieren, oder? Oder ja, eigentlich wurden wir Schauspieler. Ja. Weißt du, auch? Ja. Wir hatten, was wolltest du sagen? Gut, dann frage ich ganz einfach mal, was hat denn mehr Spaß gemacht, an der Kamera zu stehen oder die Schauspielerei? Mir hat die Schauspielerei mehr gefallen, so ein bisschen. Ja, jetzt kannst du mal erklären, oder die Emily, um was es im Tatort überhaupt ging. Was habt ihr da, was war passiert? Also es wurde eingebrochen. Und das weiter. Und dann kam die Polizei. Ja.
Also wir waren sozusagen die Polizei. Wir haben mit denen Telefonie. Genau. Also, ja, Videotelefonie. Genau. Wir hatten einen Polizisten da. Genau, wir hatten einen Polizisten, an dem durftet ihr Fragen stellen. Oder? Ja. Mhm. Genau. Und dann habt ihr den Fall gelöst? Ja. Ja. Ah, und wie habt ihr das mit dem Täter gemacht? Habt ihr denn dann abgeführt? Nee, das war die Polizei. Ach, genau, das war die Polizei. Wir haben im Prinzip bei der Polizei angerufen, mhm. wurde dann abgeführt. Ihr habt dann eure Detektivausweise zurückgekommen. Das ja. ist, genau. Mhm. Die wurden gestohlen. Jetzt gehört ja da ein Drehbuch dazu, wenn man sowas macht. Habt ihr so ein Drehbuch entwürfen? Ein Drehbuch hatten wir nicht. Wir hatten einfach, ich hatte ein Konzept und dann durften, wie gesagt, die Kinder sich selbst entscheiden, was sie in der Szene machen wollen und wie sie das umsetzen wollen. Ich habe im Prinzip, habe ich teilweise gesagt, ja, wir müssen jetzt einen Anruf machen und dann durftet ihr schauspielern oder habt in einem Meeting gesessen und diskutiert ja. und so, ja. Wie ist das, wenn man mit so Kindern zusammenarbeitet? Welche Herausforderungen gibt es da, speziell wenn man so einen Film macht? Das ist schwierig. Zu sagen, eigentlich ging es hauptsächlich darum, die Szenen zu machen. Und mhm. Aber ihr habt das eigentlich richtig gut gemacht, ja. finde ich. Oder? Was hat euch denn am meisten, also welche Szene hat euch denn am meisten Spaß gemacht oder welche Aufnahme bist du? Ja, mir hat am besten gefallen, wo wir am Tisch saßen und diskutiert haben. Ja, genau. Das war witzig. Wisst ihr noch, über was ihr diskutiert habt? Ich glaube, das ging darum, ja. wie wir den Täter schnappen wollen und was wir mit den Beweisen machen, die ihr gesammelt habt am Tatort. Ja. Jetzt haben wir schon so viel erzählt. Wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet. Ja, so teilweise nicht vom Film her, sondern Traurige ist leider, dass der Originalfilm verloren gegangen ist, weil die Festplatte, auf der er gespeichert ist, kaputt gegangen ist. Aber ich habe einen Film nochmal... der jetzt eingespielt wird, den habe ich selbst geschnitten nochmal aus Handyaufnahmen, die ich während den Ferienspielen gemacht habe. Jetzt hoffe ich, dass das natürlich trotzdem noch schön ist. Wir haben auch kleine Interviews von den beiden noch mit drin und von den anderen aus der Filmcrew, die hoffentlich noch so das so ein bisschen spannender machen. Dann schauen wir uns doch das mal an. Ja. Diese Szene ist leider das Einzige, was vom originalen Film Tatort noch übrig geblieben ist, nachdem meine Festplatte einem tragischen Schicksal zum Opfer gefallen ist. Aber hiermit will ich Ihnen einen kleinen Blick hinter die Kulissen von Tatort und von den Ferienspielen bieten. Mit dem ich die Ferienspiele beschreiben möchte, ist toll. Langwierig, interessant, Spannung, Spielen, Spaß, Überraschung und sehr gut vorbereitet. Weil wir ganz viele neue Sachen gelernt haben und weil ich das Thema cool fand. Meine Aufgabe bei der Filmcrew war aushelfen und
im Film war es, ich war im Büro halt. Ich habe am Computer gearbeitet. Meine Aufgabe war, dass ich Spuren suchen soll. Ich war sozusagen die Chefin und habe alle Anrufe entgegengenommen und so. Meine Aufgabe in der Filmcrew war eine Darstellerin. Meine Aufgabe war es, ein Sekretariat zu spielen. Am meisten hat mir eigentlich das Training Spaß gemacht. Auch die Doku machen. Abenteuerspielplatz. Den Besuch von der Polizei. Die Spiele in der Halle und Tatortuntersuchung. Euch hat dieser kleine Einblick in die Ferienspiele 2022 gefallen, trotz des verlorenen Videomaterials, und bedanke mich an dieser Stelle für alle, die mir Videos geliefert haben, die interviewt wurden, und auch nochmal einen ganz, ganz großen Dank an die Filmcrew. Genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Vor allem, als ich gehört habe, du hast Spuren gesucht. Wie hast du das gemacht? Mit so einer Lupe geguckt oder was? Mit der Lupe. Und hast du auch welche gefunden? Doch schon. Wir haben ganz viele Hinweise gefunden. Ja. Aber wir haben so, wie heißt es, so ein Opfer da, Ding? Du meinst Gipsabdrücke? Oder? Nein. Also du meinst einen Verdächtigen, also du meinst, wir hatten, haben so eine Kreidezeichnung auf dem Boden gemacht. Das genau. Meinte ich. Wir hatten eine Szene, da wurden die Detektive angerufen. Und wir haben da eine Person, die auf dem Boden gemalt wird, untersucht, sozusagen. Mhm. Genau, das meintest du. Ja. Mhm. Ihr habt auch zwischendurch so ein bisschen Sport gemacht, Bewegung? Ja. Hat auch. War das so eine Abwechslung zum Film? Ja. Ja? Ja, ja, gut. Was für Lara vorher, habe ich gesehen. Ja. Nein, ja, stimmt, ja, das war auf dem Abenteuerspielplatz. Ja. Ja, und Gustav, der war am Computer und heute steht er bei uns hinter der Kamera, Herr Gustav. Was war denn jetzt am schönsten für euch? Was hat dir am besten gefallen in deiner ganzen Ferienspiele jetzt? Also eigentlich hat mir alles gefallen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Aber die Filmcrew hat halt sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und dir, Emily? Alles. Alles? Alles. Wirklich alles. Sicher nicht, was dir einfällt, was du nochmal beschreiben könntest oder so, sowas wie. Was hast du gesagt, was dir gefallen hat? Abenteuerspielplatz? Ja, der was Abenteuerspielplatz. Was hat dir auf dem Abenteuerspielplatz denn am meisten gefallen? Oder gibt es da irgendwas? Da, wo wir gefilmt hatten und wo wir gespielt hatten und so. Also du meinst, was haben wir denn nochmal gefilmt? Weißt du das noch? Wir sind, glaube ich, da war ja ein Tatort kein Tatort, da war der Schlafplatz von einem. In dieser Hütte da. Genau. Und da hat er geschlafen. Da hat er geschlafen, weil auch vom Abenteuerspielplatz, der Markus, der hat da eine Zeugenaussage gemacht, weil er jemand Verdächtigen gesehen hat, und dann wurden die Detektive gerufen. Mhm. Genau. So wie ich das rausgehört habe, hat es euch alle gut gefallen. Wollt ihr das nochmal machen? Ja. Nächste Ferienspiele? Ja. Da muss ich jetzt mal die Anna-Marie fragen. Gibt's eine Fortsetzung? Willst du da weiter dabei bleiben? Das ist die Frage, weil je nachdem, ob ich es noch schaffe, ja, bestimmt. Aber ich weiß halt nicht, ob ich in einem halben Jahr das noch da bin. Das ist das Ding. Genau.
Aber ansonsten, das nächste Thema weiß ich ehrlich gesagt zurzeit gerade noch gar nicht. Das steht, glaube ich, noch nicht fest, aber wir sind schon dabei zu besprechen, was wir als nächstes machen und wann wir uns treffen und wie wir das organisieren. Du machst ein freiwilliges soziales Jahr beim OK Ludwigsburg. Ökologisches Jahr sogar. Ökologisches Jahr? Ja. Ah, was ist da der Unterschied? Eigentlich ja keiner. Im Prinzip mache ich das Gleiche wie im sozialen Jahr, nur hat es einen anderen Träger und es ist halt auch... wir haben andere Seminare und eigentlich ist das kein großer Unterschied. Aber du würdest vom Stadtjugendring aus weitermachen? Ja, also es hat ja nichts mit meinem ökologischen Jahr zu tun. So, hier stehen die alle Türen offen. Ja? Genau. Ja, dann hoffe ich mal, dass man vielleicht irgendwann euch mal im Fernsehen sieht als Tatortkommissare oder als Verbrecher oder sonst was. Bedanke mich, dass ihr da wart. Und ein bisschen erzählt habt und drücke euch die Daumen für die nächsten Ferienspiele. Ja, verehrte Zuschauer, wir haben eine kleine Filmeinspielung und dann freue ich mich auf das Gespräch mit Jana Binninger.